like Superman, gang, gang. Wie, wenn nicht, wie wir? Sie können sich mit uns identifizieren. Wir korrigieren in ihr Dioptrien. Wir modellieren in ihr die Doktrin, Junge, BSMG. BSMG ist der Titeltrack, ist der erste Track auf dem Album. Ich glaube, der letzte Song, den wir tatsächlich gemacht haben für das Projekt, so wie Jay-Z zum Beispiel das auch gerne gesagt hat, the first song will be the last song will be the first. So war es in der Tradition jetzt auch ungewollt bei unserem Projekt. Wir hatten tatsächlich schon mal vorher einen Track, der BSMG hieß, der ursprüngliche Titeltrack sein sollte, mit einem anderen Beat, auch anderen Strophen drauf, und komplett anderen. Es war wirklich ein anderer Song eigentlich. Der war noch mehr so ignorant, mehr trappig, einfach nach vorne so. Aber haben uns dann umentschieden, weil der die Thematik nicht so richtig ergriffen hat. Und dann am Ende wollten wir einen Song, der vielleicht nochmal sozusagen das einführt, so, weil das Intro, was jetzt dunkles Kapitel heißt, haben wir dann ausgetauscht, weil es vielleicht zu krass gekommen wäre. Schaffen mehr gemeinsam. Wir schaffen mehr gemeinsam. Wir saßen ja da schon, ich glaube, knapp 2 Jahre an dem Album, und über die Dauer der Zeit hat uns der Track dann irgendwann nicht mehr ganz so geflasht wie die anderen. Es war trotzdem ein fetter Track, aber irgendwie dachten wir, können wir das Thema noch ein bisschen anders beleuchten, auch noch ein bisschen mehr positive Entschlossenheit mit einbringen. Davor, die Version war doch schon recht düster. Deshalb haben wir uns entschieden, den Track nochmal zu machen. Ganyan Stallion hat ein neues Instrumental geliefert, was auch einfach schon von der Grundkraft was anderes war. Also einfach wärmer, einfach an der Musik her. Trotzdem brachial, irgendwie so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann hat Musa einen Verse vorgelegt und die Hook, wie er bei vielen Songs das gemacht hat. Mein Verse war, glaube ich, echt der letzte, den ich geschrieben habe. Der hat mich echt immer so zwischen Tür und Angel. Ich war eigentlich schon in der Phase meines Lebens, wo ich eigentlich überhaupt gar nicht schreiben konnte. Also ich hatte mit dem Projekt schon eigentlich abgeschlossen. Ja, da habe ich mich schon ein bisschen hingequält, so, aber ich bin sehr umso glücklicher über das Resultat. Mehr gemeinsam. Schaffen mehr gemeinsam. Schaffen mehr gemeinsam. Schaffen mehr gemeinsam. Ja, als wir dann am Ende waren vom Album, war es halt so, dass wir halt noch irgendwas haben wollten, was mächtig ist, so Roll, wie so ein, der Beat hieß lustigerweise African Elephant, habe ich ihn damals genannt. Und ich finde, so ungefähr wirkt er auch wie so eine Elefantenhorde, die da so irgendwie auf dich zugerannt kommt. Ich finde aber, dass BSMG so ein, auch nochmal so ein Mischding ist. Diese Drums und diese Trommeln, Trommelwirbel und so weiter und so fort, die so treibend sind, und dann diese Bläser. Die Bläser hatte ich, die waren ursprünglich halt MIDI-Bläser, und ich habe dann einfach die echten Bläser noch drüber spielen lassen, dass das halt einfach nochmal so ein bisschen auch diese Welten verbindet, so, weißt du, dieses Tribal-Ding ein bisschen noch mit reinbringt und einfach eine Energie hat. Schaffen mehr gemeinsam. Schaffen mehr gemeinsam. Wenn wir erwachen, wenn wir scheinen. Ich meine, Theodor Wonja Michael ist halt einer der wenigen, sag ich mal, geduldeten People of Color in der Nazi-Zeit damals. Und er hat halt war als Kind halt so, er hat in diesem Propagandafilm von den Nazis halt mitgespielt. Und das ist total verrückt. Also die Stories, die er zu erzählen hat. Es gibt eine Doku von einem Kumpel von mir, Jermaine Raffington, die heißt Schwarz-Rot-Gold. Da interviewt er Theodor Wonja Michael. Das ist super interessant, das muss ich jeder mal anschauen. Und ich habe dann halt die Doku gesehen und bin dann halt auf ihn gestoßen und fand einfach seine Story so spannend. Und dann erzählt er lustigerweise in dem Interview auch was über Jesse Owens. Gab es schwarze Personen, zu denen Sie aufgeschaut haben? Ja, das war Jesse Owens. Ja, ich wollte eigentlich so sein wie er, nicht? Und er war so ein Vorbild für mich. Und eben ein Beispiel dafür, was schwarze Menschen können. Das hat dann super gepasst, das vor Jesse Owens einfach zu packen, so, weil letztendlich ist Jesse Owens auch der Song, ja, wenn du den Text anhörst und den Chorus, ist es ja eigentlich eine Hymne, so. Es ist ja eigentlich so eine Empowerment-Hymne, die einfach sagt, ey, trotz der ganzen Widerstände, so, bleib stark, so. Nicht jeder macht seinen Weg, aber es gibt einige, die es machen, so, und die halt sozusagen so ein bisschen das Licht im Dunkeln sein können. Wir werden nicht vergessen, ich muss ignoranterweise sagen, ich wusste, oder zu der Zeit
ich kannte schon den Namen, aber es war mir nicht so bewusst. Und genau, die kamen halt mit dieser Idee und Ellen hat den Beat gemacht. Dann waren wir im Studio und es war wirklich so ein Song, der quasi in einer Session entstanden ist. Also zu Hause hatte ich schon ein paar Zeilen dazu geschrieben. Irgendwie steigert meine Leistung wie der Bruder Jesse Owens. Und bin dann im Studio gewesen mit Mega auch, kam halt mit seinem Teil. Beziehungsweise hat da Sachen noch geschrieben, so war das. Hatte aber auch schon Ideen gehabt, so. Und das war voll geil. Er hatte dann irgendwie die Worte dafür. War nicht willkommen und haben gewonnen, irgendwie so. Und dann, weiß ich nicht, hat er das irgendwie gerappt, hat es schon Teile gerappt. Und dann habe ich irgendwie nochmal gesagt, okay, vielleicht lass uns das irgendwie so flowen. Und es ist auf jeden Fall aus einer geilen Arbeitssession entstanden, so, wo jeder, also weißt du, wo er dann gesagt hat, okay, mach nochmal so und so. Auf jeden Fall war das so eine geile Zusammenarbeit und Freestyle-mäßig schon fast, so. War einfach geil, geiler Song, geile Session. Das ist kein Song, wo jetzt irgendjemand totgespittet wird oder so. Das ist jetzt nicht die typische Rap-Nummer, sondern es ging da wirklich darum, dem Feeling des Songs gerecht zu werden, die Message rüberzubringen, aber jetzt nicht mit einem 16er, sondern da hat einfach in dem Fall, hat bei mir ein 8er oder ich glaube sogar ein 4er, es ist nur gereicht. Dann noch eine Bridge und ein C-Teil. Wir haben das mit Musa zusammen im Studio versucht so zu machen, wie man eine Gesangsnummer eigentlich arrangen würde. So. Also es war nicht beabsichtigt. Wir haben so viele Songs auf dem Album, wo wir jeder einfach einen Rap-Verse machen und wollten einfach in diesem Fall mal was anderes machen und haben das dann so versucht mit verschiedenen Parts, die auch eingängiger für die Leute sind, die aber trotzdem die Message transportieren. Und das ist einfach eine geile Nummer, so eine Up-Tempo, African Highlife, Afrobeats-Nummer. Nicht zu verwechseln mit dem, was als Afro-Trap hier bezeichnet wird. Also aus unserer Vorstellung ist Afro-Trap was anderes. So, die Leute sehen das jetzt viel so, also es ist die Reaktion, die wir bekommen, nach dem Motto, ja, wir würden jetzt auch irgendeinen Trend bedienen oder sowas. Aber das ist, darf man nicht falsch verstehen, das ist Musik, die uns seit der Kindheit schon begleitet, Länge, mit denen wir aufgewachsen sind, wo wir in den letzten Jahren einfach vermehrt angefangen haben, nur diese Mucke zu pumpen. Also wenn wir zum Beispiel auf Regenmacher-Tour waren, haben wir fast die ganze Zeit westafrikanische Musik gehört. Musik aus Nigeria, Musik aus Ghana, Wizkid, Techno, Shatta Wale. Und deshalb war es einfach automatisch und zwangsläufig, dass das langsam angefangen hat, mehr auch in unser Schaffen einzufließen, die Inspiration, die man mitnimmt. Ja, das war zu einer Zeit, wo ich einfach auch schon richtig drin war, halt so afrikanische Sounds zu machen. Die Gitarre ist aus einer Tony Allen Session damals ist die entstanden, die dann später quasi diese den Main-Lick für Jesse Owens gegeben hat. Jesse Owens ist eine Ode an einen großartigen Sportler, der 1936 für Amerika als Schwarzer, das war zu der Zeit auch richtig schwierig, also er wurde auch gesellschaftlich nicht anerkannt, aber war als Sportler dann in Berlin bei der Olympiade und hat unter den Augen von Hitler 4 Goldmedaillen gewonnen. Also das muss man sich einfach vorstellen, unter was für einem Druck dieser Mensch wahrscheinlich stand und was für Kräfte da gegen ihn gespielt haben und wie er sich durchgesetzt hat. Auf jeden Fall ein Vorbild. So ein Song, der einfach gute Laune machen soll, der ermächtigen soll, Leuten einfach positive Kraft geben soll. Jesse Owens, Jesse Owens. Platz an der Sonne, Platz an der Sonne, Platz an der Sonne, puste die Wolken beiseite, ich suche mir. Platz an der Sonne ist der Titeltrack des Albums und ist eine Referenz an die Berliner Konferenz damals, 19. Jahrhundert, ich glaube 1885, wo sozusagen in Berlin die Mächte in Europas oder die Kolonialmächte, aufstrebenden Mächte, sich an den Tisch gesetzt haben, um den afrikanischen Kontinent unter sich zur Bereicherung aufzuteilen. Also einfach mal ignorant entschieden haben, sich ihren Platz an der Sonne zu holen. Das ist auch ein Zitat aus der damaligen Zeit. Ich glaube, Bülow war das, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Position er da genau hatte. War dieser Claim, diese Behauptung, wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen unseren Platz an der Sonne. Also quasi, das soll kein Angriff sein gegen andere europäische Großmächte, aber auch sie wollen ihren Teil vom Kuchen haben. So. Für uns, finde ich, bedeutet das einfach, ja, dieser Verweis darauf einerseits, aber andererseits dann eben auch, this is our place to be. Gleichzeitig beinhaltet der Titel eben, dass man die Geschichte nicht vergessen darf, dass da sehr viel Aufarbeitung getan werden muss und von uns musikalisch an dieser Stelle schon in dem ganzen Album getan wird. Auf der anderen Seite ist der Satz ja einfach erstmal für sich genommen, ohne diese geschichtliche Referenz, etwas Positives. Platz an der Sonne hört sich ja erstmal nach was Gutem an. Da denkt man an Urlaubsfeeling oder ja, einfach sich gut gehen lassen. Und deshalb, es geht einfach darum, sich selbst zu ermächtigen, letztendlich sich in eine Position zu bringen, die angenehm ist, so für das Individuum letztendlich, wie auch für die Menschheit oder
bestimmte Menschen, die unterdrückt wurden, generell. Ich habe den Beat gemacht und weiß dann immer nicht genau, wie die dann die Reaktion von den Jungs darauf war. Ich glaube, die fanden ihn natürlich auch krass. Der Beat war einfach sweet. Es war einfach ein großes Ding, auch so ein Ding, wo ich auf jeden Fall Respekt vor hatte wieder. Es hat so eine Mystik, so einen gewissen Schmerz hat er, aber er hat trotzdem auch irgendwie so eine gewisse Power und geht nach vorne. Ich finde es auch, ist eine krasse Mischung. Und die beiden Jungs sollten sich auf jeden Fall lockerer machen, weil die wollen den immer nicht live performen, aber ich finde den halt sehr stark. Zum Beispiel auch Chimas Lieblingssong vom Album, der sagt, wir sind doof, dass wir den nicht ausgekoppelt haben. Wir haben uns getrennt für Familie, setzen meine Brüder Geld über Liebe. Augen auf den Schein, glaub mir, trau da draußen keinem. Rationalisierung mit der Nationalisierung. Rationalisierung mit der Nationalisierung ist letztendlich, kritisiere ich so ein bisschen dieses Konzept von Nationalstaaten. So, wir sind Deutschland und wir müssen sehen, was jetzt für uns wichtig ist. Wenn man in die Geschichte zurückgeht, dann muss man sich angucken, woher diese ganzen Nationalstaaten-Konzepte kommen. So, gerade in Afrika sind es ja dann noch nicht mal welche, die sich da auf natürliche Art und Weise entwickelt haben. Diese Sache ist zu hinterfragen, so gerade wenn man dann auch in Deutschland, in Europa sieht, was das teilweise kreiert hat. Diese ganzen Ideologien und dieser ganze Schwachsinn, dieses Festsetzen von diesen Dingen, das ist für mich eins der Probleme so. Und das würde es auch schwierig machen, irgendwie zu definieren, wie Integration geschehen soll und was für ein Deutschland. Fand ich eigentlich sehr gut, was Megga auch da gesagt hatte. Was ist eigentlich deutsche Identität? Und was für eine Wertigkeit hat es heutzutage noch, sich darauf zu berufen? So. Gesellschaften vermischen sich. Do we need this kind of... Also brauchen wir eine Leitkultur oder... Weiß ich nicht. Also vielleicht braucht man eine. Aber irgendwie sind diese Leitkulturen für mich teilweise auch sehr künstlich geschaffen worden. Platz an der Sonne, Platz an der Sonne. Sie wollen immer in den Schatten stellen, aber sie verlangen ihn. Platz an der Sonne, Platz an der Sonne. Platz an der Sonne, Platz an der Sonne. Puste die Wolken beiseite, ich suche mir heute mal. Platz an der Sonne, Platz an der Sonne. Platz an der Sonne, Platz an der Sonne. Sie wollen niemanden in den Schatten stellen, aber sie verlangen ihn. Zu viele. Megga Loco, Alter. Der Bruder. Ein Verse geliefert, ich... Ah, der Typ, Alter. Ich komme nach oben, ich komme nach oben, wir kommen nach oben, wir kommen nach oben, wir kommen nach oben, wir wissen zu viel. Das hat mich nervös gemacht auf jeden Fall, das Ding. Auch wieder ein großer Beat von Stallion. Dann wie Megga den killt, hat mir gezeigt, okay, diese Typen, das ist wieder mal perfekte Zusammenarbeit. Zu viele, ja. Auf YouTube wurde das als Einwanderungshymne betitelt. Zu viele ist auf jeden Fall der Song, wo wir von Anfang an wussten, dass die Leute da das sehr falsch verstehen werden. Ibo, Hausa, Mende, Oguni, Fulani, Yoruba. Wolof, Ashanti, Manding, Gufati, Beti, Ibibio, Idoma. Ich zähle am Anfang viele Stammesgruppen, die im westafrikanischen Raum ihre Gebiete haben, auf und sage letztendlich, dass wir uns alle, dass wir zu viele sind und nach oben kommen werden. Und ich mache natürlich auch eine Referenz dann an die Migrationsbewegung oder die Fluchtbewegung Richtung Europa. Aber es ist auf keinen Fall ein Angriff oder eine Kriegserklärung. Und so wird es, glaube ich, von vielen falsch verstanden, wie eine Art Invasionsandrohung. Da musste fliehen wegen Krieg in Biafra. Freier Schmerz machte mich nur kräftiger und tougher. Ich schwör auf mein Herz, ich marschier für dich. Ich marschier für dich, mach das Unmögliche möglich. Ich bin hier für dich, sie wollen zerstören. Und letztendlich ist es schön, dass auch ein paar Leute rauskommen und sich outen, weil das spiegelt letztendlich das wider, was Leute wie wir unser Leben lang, der eine mehr, der andere weniger, halt spüren. Dass ganz viel noch nicht aufarbeitet ist. Wir leben jetzt 2017 und es gibt halt immer noch Leute, die denken, Afrika ist ein Land oder die halt so wenig wissen und so wenig wissen wollen und sich mit Sachen nicht auseinandersetzen, dass es halt echt irgendwie erschreckend ist. Und, aber das ist auch gut, dass man das jetzt aufzeigt, dass diese Leute rauskommen, weil je mehr von den Leuten, die glauben, dass es sowas nicht gibt, das sehen, desto mehr verstehen vielleicht, warum wir sowas machen. So. Sie sind eritreisch, im BIP wollen sie wachsen, sie fordern die Integrität. Yeah. Kein Mensch ist illegal hier, Frontex. Ein Mensch ist illegal hier. Ein Mensch ist illegal hier, ist einfach nur... They don't care about us, nach dem Motto. Diese Leute, die Dinge oft kritisieren, egal eigentlich wer so. Gestern habe ich irgendwas wieder gesehen bei Elna Wagenknecht. Und solche Sachen, wenn sie dann irgendwie von Entwicklungsländern spricht und so. Ich weiß ja, wie sie es meint, aber was ich eigentlich meinte ist, dass halt Leute teilweise, ich das Gefühl habe, die kennen das halt nicht so. Wenn du nicht wirklich, wenn du nicht Hunger gehabt hast oder wenn du nicht diesen Struggle kennst von diesen Leuten in diesen Gegenden, dann
weißt du nicht wirklich, wie es ist. Also du kennst die Kultur nicht zu 100%. Ich habe mich gefragt, kennt sie diese Kulturen, von denen sie da, wo sie Entwicklungsländer einfach so sagt, kennt sie das wirklich oder geht sie nur davon aus, dass die eigentlich upgraden müssten? Also was sind hier die Maßstäbe, das einfach so zu nennen? So, es ist schon ein bisschen so, do you really know the people you're judging? Ich habe Verständnis für Leute, die es nicht verstehen, es aber verstehen wollen oder zumindest nicht sagen, ey, okay, ich weiß es nicht. Wenn es so ist, finde ich krass, dass du uns das so erzählst und erzähl mir gerne mehr. Aber ich habe kein Verständnis für Leute, die meinen zu wissen, was Sache ist und so ignorant sind, dass sie das irgendwie versuchen mit irgendeinen komischen Argumenten, möchte gerne Eloquenz da zu rechtfertigen. Mich regen halt diese Leute auf, die so ignorant sind, dass sie das halt nicht sehen. Die von sich selber behaupten, sie sind halt null rassistisch und haben damit nichts zu tun, aber sie unterstützen letztendlich und hinterfragen ein rassistisches System nicht. Du musst nicht aktiv, meiner Meinung nach, Rassismus befeuern. Du kannst es auch passiv machen, indem du halt nichts machst. Und indem du halt einfach auch noch Leuten, die dir versuchen, was zu erzählen, denen das absprichst, denen das Recht versuchst abzusprechen, sich darüber zu beschweren, beziehungsweise das Leid zu klagen, was sie gar nicht nachempfinden können. Es geht letztendlich auch bei diesem Song wie bei fast allem um Selbstermächtigung, dass es so viele Menschen mit afrikanischen Wurzeln gibt oder schwarze Menschen mit Geschichten, die halt einfach ein Gehör verdienen, die einfach eine erfolgreiche Position in der Gesellschaft verdienen und das ist in erster Linie damit gemeint. Wir sind zu viele, die einfach was drauf haben. Selbst wenn der eine vielleicht nicht die Anerkennung bekommt oder auch in der Vergangenheit, zum Beispiel jetzt in Hollywood oder so, vor allem schwarze Schauspieler immer bestimmte Rollen bekommen und nicht alles frei entscheiden können. Es ist eine Entwicklung so, aber das Talent und die Fähigkeiten sind einfach zu groß und zu vielseitig, als dass es einfach komplett unterdrückt werden kann. Das ist in erster Linie damit gemeint. Such den Sinn in schlechten und in guten Dingen. Es gibt ja immer Songs, die einem mit irgendwas machen und Brillant ist einer von diesen Songs. Als ich das erste Mal gehört habe, hatte echt wirklich fast Tränen in den Augen, weil es so krass einfach gepasst hat so da drauf. Er hat das perfekt umgesetzt so und was er halt sagt und ich weiß, es ist für viele Leute so, die können es halt vielleicht nicht verstehen, müssen es erstmal nachlesen und es ist auch vollkommen okay so. Nehmt euch die Zeit so und lasst es einfach auf euch wirken so, aber wenn du die Sachen verstehst dann auch noch so und weißt so, was er da sagt und wie er das sagt, das ist halt, also ich habe wirklich Gänsehaut jedes Mal, wenn ich diesen Song höre und ist wirklich einer meiner Favorite Songs, der wirklich auch emotional mich immer wieder berührt. Ich glaube, bei dem war es halt, ich war in der Küche, ich habe abgewaschen und ich habe irgendwie die Hook so gehabt. Sina nannte Provas Penina, Niederlande von Liberia. Dieser Handel, du weißt illegal, doch dieser Mann ist nun ein Emigrant. Macht der Diamanten zu einem Brillant, Diamanten zu einem Brillant. Macht der Diamanten zu einem Brillant, Diamanten zu einem Brillant. Sweetest Song, man. Ist einfach alles so ein bisschen magical gewesen. Ich habe einfach den paar Beats durchgehört, so. Ich hatte, glaube ich, zwei. Tatsächlich habe ich meine Freundin gefragt, so, auf welchen sie das besser findet. Und dann habe ich irgendwie den Beat genommen und es ist einfach crazy gewesen. Also mein Herz hängt auf jeden Fall voll an dem Song. Ich weiß auch nicht. Der Beat ist halt schon, hat so eine gewisse Melancholie. Und dann auch, was die Jungs da drauf machen und vor allem der Refrain auch. Ist auch einer von diesen Songs, der, sage ich mal, ähnlich wie Platz einer Sonne, so einen gewissen Schmerz hat, aber auch irgendwas Positives. Und das ist halt eigentlich ein perfektes Bild, so, weil das letztendlich auch die Situation von Afrika widerspiegelt. Es ist ja nicht alles Kacke da, so. Das Potenzial, was dieser Kontinent hat, man muss auch diese positiven und diese schönen Aspekte sehen. Und das ist, glaube ich, bei uns allen so, dass man halt so ein lachendes und weines. Also es ist halt, man ist mit dem Herz halt da und es kann mal wehtun, aber es kann genauso gut halt auch extrem schön sein. Und das spiegelt halt dieser Song perfekt wider für mich. Warum Grenzen, warum Zäune? Warum nicht kämpfen für die Träume? Schein. Musa hat den epischen Part, finde ich, einen seiner geilsten Parts auch auf dem Album plus Hook vorgelegt. Und ich habe dann irgendwann ziemlich spät, glaube ich, erst dann meinen Part dazu geschrieben. Also es geht um Diaspora-Erfahrungen, es geht aber vor allem darum, dass man auch ein Potenzial in sich hat, was vielleicht für viele unentdeckt bleibt in ihrem Leben oder viele andere auch ganz lange brauchen. Ein Potenzial, was auch mit den afrikanischen Wurzeln zusammenhängt, weshalb man vielleicht im Westen teilweise Ablehnung erfährt oder erfahren hat auch. Und wie gesagt, manche Sachen erst später im Laufe seines Lebens zusammenpuzzelt und das ist dann sozusagen der Diamant, der aus dem Dreck kommt, sozusagen geschliffen wird und irgendwann zu einem Brillant geformt wird. Also es geht darum, sich selbst zu ermächtigen, sich selbst zu schleifen, beziehungsweise each one teach one, auch die Message, sodass man sich gegenseitig trainieren und lehren kann und einfach das Beste aus sich rausholt.
Nach Hause mit Joy ist auch ein kleiner Hit, würde ich sagen. Geht nicht ganz so nach vorne wie Jesse Owens, ist aber eine, wenn du jetzt im westafrikanischen Raum gucken würdest, die ganzen Hits, die da gerade, also letztes Jahr Panna von Techno zum Beispiel, dieses Jahr Fall von Davido, sind alles so Nummern, die nicht ganz so schnell nach vorne gehen, sondern eher bedächtig reingehen, total chillig und einfach ein gutes Gefühl geben. Da passt dieser geniale Beat von Ganyan Stallion bestens rein. Also es ist dieses Gefühl, was ich dabei bekomme. Der ist halt so leicht und das ist halt wie so ein Calippo-Eis. Das ist halt für mich so Maracuja-Saft am Strand. Ich finde den weniger melancholisch, sondern eher irgendwie so, okay, wenn der angeht, waren ja alle zu dritt auch in Ghana, dann kommen einem gleich wieder die Bilder so in den Kopf und es ist eine gute Stimmung, macht Lust, wieder bald wieder hinzukommen. Das Krasse für mich war einfach natürlich mit Joy zu arbeiten. Ich war super hyped und so. Dann haben wir die Hook erarbeitet und dann im Studio war halt nice. Und wie, als sie das dann gelegt hat, war schon wieder so voll, okay, das ist das Ding so, ist vorbei jetzt. Die Aussage des Songs ist schon so Sehnsucht. Mein Herz ist da und ich will halt da sein. Ist ein bisschen Unterschied. Bei mir ist noch mehr so dieses romantische, ja leicht nur, dass es halt da auch ein bisschen schwer ist. Mega macht es dann eher in diese Richtung. Sie vergiften unser Mana. Don't slip, Nego give you a Allah. Judas macht im Hula, brachte Tod ins Land. Bruder Akibula. Ja, ist eigentlich eine Ode letztendlich an unser afrikanisches Zuhause und eine Sehnsucht, die da vor allem ausgedrückt wird. Gleichzeitig bei mir in der Strophe auch eine leichte Kritik, weil natürlich nicht alles schön ist. Wenn man von hier rüber guckt und einfach da eine gewisse Heimatsehnsucht hat, dann kann man natürlich auch leicht einen beschönigenden Blick bekommen. Ist nicht alles schön, aber genauso ist es andersrum gesehen. Sollte man nicht von hier den Blick darauf haben, nach dem Motto, die armen Afrikaner oder wir können jetzt denen irgendwie nur Entwicklungshilfe geben. Afrika ist ein wunderschöner Kontinent. Die einzelnen Länder und Regionen für sich alleine sind nochmal was komplett Unterschiedliches. Man kann von Afrika als einem Kontinent sprechen, aber man kann es nicht verallgemeinern. Es gibt so viele Unterschiede und viele Facetten, die alle ihre eigene Schönheit haben. Sei es die Menschen, sei es die Kulturen, sei es die Regionen, die Gebiete an sich. Wie gesagt, es ist eine Ode daran, aber es gibt halt immer zu allem zwei Seiten, Licht und Schatten. Und in diesem Song ist vor allem Licht, aber auch ein bisschen Schatten. Der Song war ursprünglich auf einem anderen Beat. Wir hatten auch unterschiedliche Hooks ausprobiert, auch mit anderen Leuten. Und ich habe den damaligen Beat nicht wirklich gefeiert. So, die Jungs waren mit ihren Strophen nicht so hundertprozentig zufrieden. Größte Baustelle war dann immer irgendwie der Refrain, wo wir da nichts gefunden haben, was so richtig den Deckel drauf gemacht hat. Und hatte dann halt diesen Nachhause-Beat. Meinte ich zu Musa, ey, sollen wir nicht einfach das auf den probieren? Erstmal überlegt, so hat Musa irgendwie probiert, seinen Text da drauf zu machen. Es hat halt irgendwie gepasst. Haben wir irgendwie Mega von der Idee erzählt. Mega ist sowieso dann immer relativ unproblematisch. Ja gut, wenn ihr meint, so gut. Der ist halt einfach Profi auch, was so Sachen angeht und hat dann aber natürlich auch nochmal umgeschrieben, um seine aktuelleren, sag ich mal, African Gesangskills auch einzubauen. Joy hatte zu dem Zeitpunkt schon zugesagt, auch auf den alten Beat noch einen Chorus zu machen. Also es war klar, dass wir den Song dann mit Joy machen würden. Und dann waren wir irgendwann mal zu einer Session bei ihr, wir haben den Chorus zusammengearbeitet und haben ihr dann an dem Tag erst auch gesagt, ey, übrigens, wir haben jetzt einen anderen Beat. Und sie meinte, ah, okay, zeig mal, und hat es dann auch sofort gefeiert, so fand den auch viel besser als den alten und so ist der Song entstanden. Viele weiße Menschen in diesem in Deutschland und in dieser Welt wissen gar nicht, dass sie weiß sind und was Weißsein als Konstrukt bedeutet. Tupoka ist eine Rassismusforscherin oder Anti-Rassismus-Trainerin, Coach. Sie hat erst ein Buch geschrieben, Exit Racism heißt es. Das kann ich jedem Menschen empfehlen, auch allen dunkelhäutigen Menschen. Weil sie das so gut beschreibt und mir auch nochmal irgendwie Möglichkeiten gibt zu argumentieren mit Leuten, die eben das nicht einsehen und überhaupt kein Verständnis dafür haben. Sowohl Leute, die von sich behaupten, dass sie ja irgendwie eigentlich offen sind, als auch Leute, von denen du von vornherein weißt, dass es jetzt eigentlich nicht sind. So. Und ich habe sie entdeckt auf YouTube, auf irgendeinem Interview, also irgendjemand auf Facebook hatte das gepostet. In dem Interview auf YouTube hat sie halt diesen Satz zu diesem systemischen Rassismus halt gesagt und ich fand, das hat es halt einfach auf den Punkt gebracht, dass viele Menschen halt nicht wissen, was Weißsein als Konstrukt eigentlich bedeutet, das System, in dem wir leben, halt einfach von Grund auf, dass da Rassismus einfach drinsteckt. So. Es ist verankert im System. Und dass Leute, wenn die halt hier aufwachsen, nur bis zu einem gewissen Grad was dafür können, weil es halt in den Strukturen einfach drin ist und dann teilweise halt, wie gesagt, nicht wissen, dass bestimmte Sachen, die sie sagen, die sie äußern, wie sie sich äußern oder dass das halt irgendwie rassistisch ist. Das soll nicht alle Leute freisprechen und entschuldigen, aber klar, also wenn Sachen so verankert sind und du Sachen mitbekommst und dir nicht bewusst bist, dass es nicht okay ist, so, dann, woher sollst du das wissen?
Wenn deine Eltern dir nicht irgendwie was anderes sagen, wenn die Schule dir nichts anderes sagt, dann ja, wächst du halt damit auf. Geschichtsunterricht ist ein zentrales Statement auch auf dem Album. Ich sag gleich am Anfang vom Verse, das ist kein Gegenrassismus, wir sind gegen Rassismus. Das ist kein Gegenrassismus, ich bin gegen Rassismus. Weil doch oftmals ist leider hier in den falschen Hals gekriegt wird, das habe ich damals schon bei Brothers Keepers gemerkt, obwohl die jetzt nicht unbedingt das Gleiche gemacht haben wie wir, aber dass die Leute gleich das Gefühl haben, wenn man sich als Schwarzer sozusagen in diesen Breitengraden für etwas stark macht, was eigentlich nur der Gerechtigkeit zielt oder dient, dass es dann gleich als ein Angriff gewertet wird. Deshalb dieses Statement so gleich quasi, um das auch unangreifbar zu machen. Wir haben da viel bei dem Projekt darüber diskutiert, was sind die Angriffspunkte, die das hat. Wir dürfen überhaupt nicht populistisch sein, keine platten Aussagen, nicht sagen, was nicht geschichtlich sozusagen nachgewiesen werden kann und das Ganze fundiert halten, weil wir wollten jetzt nicht einfach nur polarisieren, so, sondern es war uns einfach wichtig, ein Statement zu machen, was unumrückbar ist. So. Und dazu gehört eben auch einfach an der Stelle klarzumachen, dass wir hier nicht irgendeine Anti-Bewegung betreiben oder nicht irgendwie schwarz gegen weiß oder irgend sowas in der Richtung machen, sondern dass wir einfach über Dinge sprechen wollen und müssen, die einfach in dieser Form noch nicht angesprochen wurden und die einfach ein Gehör verdienen, weil das einfach Dinge unserer Geschichte sind, die uns alle betrifft und die auch immer noch Strukturen in der Welt jetzt mitbegründet. Und so ist halt dieser Track Geschichtsunterricht gemeint, dass da einfach ein bisschen Aufklärung betrieben wird, gleichzeitig versucht wird zu sagen, dass wir da jetzt nicht mit dem Zeigefinger oder als ob wir alles besser wissen, sondern das sind einfach unsere Erkenntnisse aufgrund unserer Lebenserfahrung, dem Ganzen, womit wir uns beschäftigt haben, was uns vielleicht entgegengeprallt ist. So, das hat zu diesem Song geführt, es ist aber keine Feindschaft oder Kriegserklärung, sondern es ist einfach ein notwendiges Statement. Solomon ist hier ein Mohrensohn. In Namibia, in Tansania, Kamerun und Togo, so mit ihrem Monopole. Transatlante Kante, deportierte schwarze Panther, Mamas Antlitz haben sie deformiert. Aber so war es damals schon. Amazone, schwarze Pharaon. Amewu hat seinen Part gemacht. Dieser Part so erklärt schon alles, was auf dem Album wir in allen Songs versuchen zu erklären. So. Also er macht es so klar und so nice einfach. Oder auf jeden Fall mit Amewu was machen, der natürlich auch jemand ist, der sich schon immer gegen Missstände ausgesprochen hat und sich natürlich auch aufgrund von seiner Herkunft dazu sehr, sehr viel zu sagen hat. Er hat so viele krasse Strophen, aber diese Strophe ist mit einer der krassesten, finde ich, die ich von ihm kenne und hat es so gut alles nochmal auf den Punkt gebracht. Zeigten einander, wie progressiv kultiviert und was für bessere Menschen sie waren, indem sie den anderen das Menschen absprachen, sich selbst damit eigentlich die Menschlichkeit nahmen. Der Völkermord an den Herero und Nama. Gestohlene Schädel im deutschen Museum. Die Forschung an unserer niederen Rasse. Die Brille, durch die sie uns heute noch sehen. Im Kongo Millionen von Toten entstanden durch Grausamkeit. Da war es klar, dass wir auch mit ihm was machen, weil wir eigentlich auch, wie gesagt, mittlerweile echt befreundet sind durch die ganzen Touren, die wir zusammen gemacht haben. Und ja, irgendwann meinte ich ja noch, hat uns dann noch ein Chorus gefehlt. Und dann dachte ich, ey, Chima, der Junge ist schnell, der singt gut und der soll mal was probieren, hat dann die Hook geschickt und gab es noch nichts dran auszusetzen und die war es dann. Im Chorus kommt noch mal ein bisschen so eine Highlife-Gitarre rein, die ich so ein bisschen im Effekt noch verfremdet habe. Aber sie wissen Bescheid. Wie sollen sie uns verstehen, wenn sie nicht die Geschichte kennen? Wie kam von Köln, die zu Söhnen von geflüchtet sind? Sie sehen mich an, als wäre mein Gesicht ihnen fremd. Dafür haben meine Vorfahren nicht gekannt. Was weißt du schon, also kein Angriff, aber like die Geschichte ist eben ist anders so als viele Leute denken. Es gibt auch Gründe, warum es eben in Afrika so ist und so ein bisschen wollen wir die halt umschreiben, nicht nur mit dem Song, sondern mit dem ganzen Projekt und die Aussage ist einfach nur wir schreiben unsere eigene Geschichte. Against all odds, we have survived the brutal commodification of black bodies, the cracking of whips and the horrors of the middle passage in the bellies of... Zu Adi haben wir einen sehr guten Kontakt. Wir haben ihn letztes Jahr besucht in Lagos und haben bei ihm auch übernachtet, haben bei ihm auf seinem Festival Afropolis and Vibes spielen dürfen und hat uns eine Woche gut gehostet da. Deswegen haben wir einen sehr guten Draht zu ihm und haben ihn einfach gefragt, ob er nicht Bock hat, einfach was aufzunehmen dafür. Und hat dann dieses Gänsehaut-Interlude für uns aufgenommen, was dann natürlich bei Lang lebe Afrika sehr richtig platziert ist und ist natürlich auch eine krasse
Ehre für uns und auf der anderen Seite auch schließt sich einfach der Kreis zu dem Brothers Keepers Gedanken. So, man darf das ja nicht außer Acht lassen, so, dass es die auch schon gab und dass es auch schon einige Leute gab, die irgendwie, sag ich mal, versucht haben, diese Missstände anzusprechen. Also es ist auf jeden Fall auch krass. Also alle Interludes, die wir da drauf haben, sind für mich sehr, also haben eine große Bedeutung. Lang lebe Afrika. Lang lebe Afrika. Überleben nur, wenn wir stark sind. Lang liebe Afrika ist einer meiner persönlichen Favorite Tracks. Ist auch schon der erste Song, den wir, glaube ich, gespielt haben mit Jesse Owens zusammen, wo die Platte noch gar nicht fertig war, wo wir schon auch auf der Regenmacher-Tour angefangen haben, die Leute anzuteasen quasi und das Projekt schon mal zu zeigen, zu sehen, wie die Reaktionen sind. Live einer meiner Lieblingsdinger. Lang lebe Afrika war, glaube ich, Megas Idee. Er hatte auf jeden Fall seinen Part wieder gemacht, so das Merc, so hat absolut zerstört. Mehr zu dir heimgekehrt ist, wurde wiedergeboren. Das Leben gibt Schmerz für immer. Es bezieht sich auch darauf, wie gesagt, dass man da in gewisser Hinsicht auch seinen Frieden damit findet, wer man ist, weil man hier halt immer nur eine Seite davon bekommen hat. Weil ich jetzt auch die andere Seite gesehen habe, dass egal wo du bist, du einfach anders betrachtet werden kannst. So, und du musst dich am Ende des Tages mit dir selber wohlfühlen und für das stehen, was du bist und einfach Connection mit seinen afrikanischen Wurzeln zu haben, damit in Verbindung zu stehen, an der Kultur teilhaben zu können, das ist einfach für mich eine unglaubliche Bereicherung. Es eröffnet mir neue Horizonte, neue Sichtweisen, mehr Toleranz auf die Geschichten der einzelnen Menschen oder des Menschen an sich und mehr Verständnis vielleicht auch für Lebenswege und denke, es macht mich einfach nur reicher als Mensch. Es gibt ja Leute, die dann sagen, wenn du dann sagst, lang lebe Afrika, die dann sagen, ja, aber was ist mit Europa-Ding? Also lang lebe soll doch die Welt. Ja, natürlich. Lang lebe Afrika heißt doch nicht und tot allen anderen. Genauso wenig wie wenn Merger bei zu viel sagt, wir kommen nach oben, heißt es nicht, dass sie alle nach unten kommen. Das heißt einfach, man macht sich stark für etwas, wo sich halt weniger stark bis jetzt oder viele Leute weniger stark machen. So. Wir stehen in keinster Weise für irgendwas, was irgendwelche anderen Leute diskriminiert, sondern wir stehen dafür ein, dass Leute, die halt wenig berücksichtigt werden oder halt zu wenig berücksichtigt werden, dass die halt einfach eine Stimme bekommen. Und dass man das, wie gesagt, auch auf energetische Art und Weise vortragen kann oder sollte, das steht für uns nicht zur Debatte. Das ist einfach eine brachiale Nummer, die aber musikalisch gesehen auch Spaß macht. Und dann dazu die Aussage, lang lebe Afrika. Also für mich früher, so wenn ich deutschen Rap gehört habe, so ein Song wäre für mich niemals vorstellbar gewesen. Und umso mehr Freude macht er mir, weil er auch an dieser Stelle auch wieder nicht ausschließt, es auch nicht darum geht zu sagen, Afrika gegen irgendjemanden, sondern das ist ein Kontinent, der über 500 Jahre geschunden wurde und einfach auf schlimmste Art misshandelt und ausgebeutet. Und wenn man sich dann hinstellen kann und sich seiner Geschichte bewusst ist und seiner Wurzeln, und das ist wie verzweifelter Widerstand, aber wir versuchen ihn so vorzutragen, wie man sich das eben sozusagen, wenn man Superkräfte sich vorstellt, so vorstellt. Also wir sagen ja, wir sind Black Superman Gang und da geht es auch darum, dass man eben mit Entschlossenheit und mit einer Kraft, die größer ist als man selber, nach vorne tritt. Und Lang lebe Afrika ist für mich so wie diese Superheldenhymne in Bezug auf den Kontinent und seinen ganzen Reichtum, seine ganze Schönheit, die Vielfalt und die Talente der Menschen. Deshalb ganz wichtiger Song für mich, ganz krasser Beat von Ganyan Stallion und ein wunderschönes Stück Musik. Wir wollten einfach so ein bisschen was Empowerndes machen. Der Beat ging natürlich auch nach vorne, dieser Beat. Dicker, das ist brachial. Die Beats waren sowieso alle Foundation, Mann. Es ging immer darum, die geilste Mucke zu machen. Letztendlich war das immer der Beweggrund so bei allen Sachen. Es gab kein Beat, wo ich jetzt mal gesagt habe, okay, bei dem nicht. Ich hatte den Beat gemacht, hab da so ein Sample drin verwuschelt, was niemals jemand erkennen wird. Einfach total klein gechoppt, gehackt. Im Sample sind ja irgendwie so ein bisschen orchestral so und dann habe ich das einfach nochmal mit den echten Bläsern unterlegt und ja, eine super fette Nummer. Alle anderen stehen in Afrika, Brand schwebt in Afrika, lang lebe Afrika, lang lebe Afrika, lang lebe Afrika, lang lebe Afrika. Dunkles Kapitel. Der hatte halt am Anfang schon dieses Sample aus dem Film Book of Negroes, glaube ich, wo die Protagonistin irgendwie sagt, ich konnte schon immer irgendwie Geschichten schreiben und ich konnte mich daran erinnern. Irgendwie sowas in der Art sagt. I would see and I would remember. Und dann war das halt für mich so quasi, diese dunkle Geschichte zu erzählen, also dieses dunkle Kapitel quasi so ein bisschen zu erzählen, auch aus heutiger Sicht und einfach die Emotionen freizulassen.
Jetzt, wie gesagt, wird es ein bisschen düsterer und so wie Dunkles Kapitel klingt und Zukunft gestalten, das war am Anfang so der Tenor im Album, bevor Nach Hause Jesse Owens und diese Songs entstanden sind und Imani. Und dann kannst du dir ja vorstellen, wenn die Leute bei Jesse Owens schon Angst bekommen, wie es gewesen wäre, wenn wir ausschließlich mit sowas gekommen wären. Ma Pipu, dies ist ein dunkles Kapitel. Wir hatten den ursprünglich auch am Anfang vom Album gesehen, dass er das Ganze so eröffnet. Haben uns dann aber dagegen entschieden, weil wir dachten, es ist vielleicht einfach ein bisschen zu hart. Man muss versuchen, bei einem Thema, wofür jetzt nicht irgendwie jeder irgendwie für offen ist, direkt irgendwie, dass man da ein bisschen sanfter an die Materie rangeht. Und wollten jetzt halt nicht so mit so einem Knüppel gleich raus. Nach Lang lebe Afrika, das ist quasi der Höhepunkt vom ersten Teil dieses Albums, ist fast in zwei Teilen so ein bisschen Licht, Schatten. Das kann man jetzt nicht eins zu eins so sagen, aber an dieser Stelle beginnt schon ein etwas dunklerer Punkt im Album, wo auch von der Musik her es etwas düsterer ist. Am Ende lockert es nochmal auf, aber an dieser Stelle geht es schon gut ans Eingemachte und da werden auch viele Fakten auf den Tisch gehauen. O Musee, Flose, Ozum G, Mansa, Musa, Gottes Sohn und Opus D. Kriege lösten mein Artikel auf, Magazine löschten mein Kapitel aus. Beat war da, Musa hatte erstmal irgendwie Angst davor, hat ihn dann aber gekillt. Also es ist auch eine der krassesten Strophen, die Mega auf jeden Fall auch zum Schwitzen gebracht hat. Hat eine Weile gedauert, bis er auch mit seinem Verse so zufrieden war, weil Musa den wirklich zerstört hat. Aber so, das ist halt das Geile, so, dass sich das alles so hochgeschaukelt hat. Ich habe dann noch diesen C-Part gebaut, dass der Beat noch so diesen Switch bekommt und das ist halt einfach geil an so einem Projekt und an der Arbeit. So, je mehr Teile dazukommen, dann sieht der andere nochmal was da drin, was er noch ergänzen kann und so wächst es halt. Bei dem habe ich am längsten gebraucht, um anzufangen, den Part zu schreiben. Dann, als ich angefangen habe, ging es, aber ich habe echt lange gebraucht, habe den Beat lange rumliegen haben. Der Song ist einfach ein bisschen ähnlich wie Geschichtsunterricht, aber oder auch Platz an der Sonne. Bei dem Song war es dann halt so, dass man einfach schon so diesen Mindstate, diesen puren Mindstate, den man eigentlich hat, alles, was man jetzt mal aus der jetzigen Perspektive irgendwie sagen will, das nachzeichnen. Ganz krasse Strophe von Musa, auch eine der krassesten Strophen von ihm. Ich habe dreimal nochmal an meiner Strophe geschrieben, bis sie annähernd auf dem Level war, wo ich sage, okay, da kann ich jetzt mithalten. Also da hat Musa hat den Track komplett auseinandergenommen. Größten Respekt an meinen Bruder. Die Märkte und beschimpfen uns als Wirtschaftsflüchtling. Wirtschaftsflüchtling, was für Wirtschaftsflüchtling? Stolzer Afrikaner macht kein Bückling, keine Arbeit. Ja, ich habe dann auf jeden Fall nochmal geschafft, die Wirtschaftsflüchtlings, diesen Teil quasi der Erzählung mit reinzubringen, weil das auch etwas ist, was mich in den letzten Jahren immer wieder bestürzt hat. Wenn man die Zusammenhänge halt sieht zwischen dem Wohlstand in Europa oder in großen Teilen von Europa oder auch natürlich nicht in ganz Deutschland, nicht jeder hat Wohlstand, das ist klar, aber ich rede jetzt von den Gesellschaften im Allgemeinen und den Durchschnitten quasi. Wenn man sieht und weiß, dass es sozusagen auch damit zu tun hat, dass jetzt auch weiterhin Strukturen stattfinden wie Abfälle, die exportiert werden, subventioniert an afrikanischen Kontinent oder an Länder, wo dort die Märkte zusammenbrechen und Menschen dort keine Arbeit finden, weil die Produkte, die sie anbieten, selbst mit dem günstigsten Preis, den sie noch sozusagen in der Kosten-Nutzen-Rechnung anbieten können, immer noch zu teuer sind, weil die sozusagen subventionierten Abfallprodukte aus Europa billiger sind, dann ist doch klar, dass denn, wenn diese Leute keine Arbeit finden, woanders nach Arbeit suchen müssen. Und wer, ganz ehrlich, möchte gern von seiner Heimat weggehen. Gerade wenn man aus einer Region kommt, wo einfach wunderschönes Klima herrscht. So, hier ist kein schönes Klima. Wir hatten mal wieder keinen richtigen Sommer. Also alles, das ganze Jahr Herbst. So, ich weiß nicht, wer hier gerne freiwillig hinkommen will. Klar kann man sagen, es gibt tolle Sozialleistungen, so, aber das ist immer das Argument der Leute. Erstens ist es gar nicht so toll. Mit Sozialleistungen habe ich auch schon. Das ist ein unwürdiger Zustand. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist nichts, was man sich unbedingt so aussucht. Und wenn die Leute dann herkommen, dann auch noch als Wirtschaftsflüchtlinge abgekanzelt werden, so, dann zeigt das für mich einfach, dass da Ignoranz ist und sich nicht vollständig mit dem Thema und den ganzen Wechselwirkungen auseinandergesetzt wurde. Und da haben wir versucht, in dem Song auch wieder ein Stück weit Aufklärung zu betreiben. Natürlich im Gewand von Musik, die man einfach nur pumpen kann. Das ist bei dem ganzen Projekt unser Anspruch, dass man alles immer pumpen kann. Das ist keine Lehrstunde. Du kannst etwas lernen, aber du kannst auch einfach die Augen zumachen und headbangen, Kopf nicken. Zukunft gestalten, Interlude, war ursprünglich auch ein ganzer Song, aber dann haben wir irgendwie überlegt, weil wir schon so viele Songs hatten, dass wir nur den Refrain von Musa verwenden und die Strophe von Mega, weil die so aussagekräftig ist. Dann haben wir das, um auch nicht zu viele Anspielstationen zu haben, halt zu einem Split-Track gemacht. Zukunft gestalten, müssen wir wissen, Vergangenheit kennen, Gegenwart deuten, Zukunft gestalten. Thank you.
Mit allen notwendigen Mitteln, auch das gleiche eigentlich wie die Tracks vorher. Es ist eine eher düstere Nummer, sehr trappig in diesem Fall, auch sehr kalt. Es sind Streicher, die da drin sind, ist ja eh schon mal ein kälterer Klang als zum Beispiel die warmen Bläser auf Lang lebe Afrika. Also wie gesagt, das düstere Kapitel ist da eingeleitet worden an der Stelle und mit allen notwendigen Mitteln ist ein Zitat von Malcolm X, By any means necessary. Und sagt letztendlich auch, dass ein Widerstand sozusagen gegen die Ungerechtigkeit, dass man den nicht einfach nur mit den sozusagen politisch korrekten oder gesellschaftlich konformen Mitteln bekommen kann, sondern eine Wende nur geschafft wird, wenn man sich mit allem dagegen stemmt, was man hat. Und man sieht ja auch in der Welt, dass halt viel Leid auch dadurch passiert, dass Leute verzweifelt sind und für sich als finale Lösung auch nur noch kriegerische Handlungen oder terroristische Handlungen sehen. Ich will das nicht legitimieren, auf keinen Fall, aber es ist alles, hat eine Ursache so. Und man kann nicht einfach nur mit dem Finger zeigen und dabei die Ursachen vergessen. Das sind alles Sachen, die wir versuchen anzusprechen oder zu beleuchten. Die dritte Welt wird ausgebeutet mit allen notwendigen Mitteln. Mit allen notwendigen Mitteln, das Öl wird entwendet in Schiffen. Die Blutdiamanten sind glänzend geschliffen, Prozente gestrichen. Ich weiß auch nicht, ich kam irgendwann auf dieses mit allen notwendigen Mitteln wegen By any means necessary. Auch wieder geflippt quasi so ein bisschen eben nach Deutschland. Und einerseits aber auch, dass mit allen notwendigen Mitteln Dinge geschehen und dann aber auch wir mit allen notwendigen Mitteln zurückschlagen. So. Mit allen notwendigen Mitteln. Es ist halt einfach ein Brett. Der Beat ist halt extrem mächtig und es ist ein aggressiver Song und macht Spaß, ihn im Club zu performen. Der bedeutet für mich eigentlich entsprechend für damals fast den pursten Geist meiner Intentionen heran an dieses Projekt, weil ich dachte einfach N-Wort-mäßig, notwendige Mittel-mäßig einfach hart dran und miese Beats und die ballern rein. Ich meine, N-Wort ist ein mieser Beat, notwendige Mittel ist ein mieses Ding, einfach sind schon eher, sag ich mal, Trap-lastiger. Es war nie eine Überlegung, Songs rauszunehmen, die, sag ich mal, diesen African-Vibe oder nicht irgendwas Afrikanisches haben. So. Es war vielleicht, wenn, noch die Überlegung zu sagen, okay, wo kann man vielleicht noch was Kleines drüber sprenkeln, dass halt irgendwie so dieser Afrika-Vibe noch ein bisschen oder was, weißt du, dass er irgendwo da ist. Und bei notwendigen Mitteln ist es halt, kann man es nicht sagen. Der Beat ist halt so, wie er ist. Aber natürlich ist die Verbindung wieder über die Texte halt dann da. Ne? Das muss ja nicht immer in der Musik irgendwie noch irgendwas sein, wo man sich jetzt drauf rufen kann, okay, das ist jetzt afrikanisch, das ist ja totaler Quatsch. So. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, der und Zukunft gestalten, wo man sagen kann, da ist jetzt von den Elementen her nichts drin, was jetzt irgendwie typisch afrikanisch wäre, was auch immer. Ursprünglich war nämlich, wie gesagt, notwendige Mittel, dunkles Kapitel, Zukunft gestalten, das war eher der Tenor. So. Und deswegen eher sogar gab es manchmal Diskussionen, ob wir diesen Afrika-Touch so viel reinbringen wollen. Gab es einige Leute, ich will jetzt hier keine Namen nennen, die das gerne so auf notwendige Mittellevel gelassen hätten. Aber so ist es natürlich einfach viel größer. Uns war es dann im Endeffekt auch wichtig, einfach die positiven und die schönen Seiten auch abzubilden. Wobei es ja nach wie vor überwiegend schon harter Stoff ist. So. Selbst die Songs, die positiv sind, sag ich mal, außer nach Hause, selbst Jesse Owens oder Imani irgendwie transportieren ja auch Stoff, der jetzt nicht nur happy ist oder so. Auch wenn es fröhlicher vorgetragen ist. Mit allen notwendigen Mitteln, mit allen notwendigen Mitteln, wir kapitulieren nicht, solange sie ihr manipulieren. Mit allen notwendigen Mitteln, mit allen notwendigen Mitteln. Vision ist ein ziemlich verspulter, also vom Beat her ziemlich so cloudy und Enya-mäßig, so tribal auch und so. Aber halt irgendwie auch krank so. Und vor allem das, was die Jungs auch drauf gemacht haben. Musa hat halt so eine ignorante Strophe, das passt halt so geil. Und Mega ist dann wieder so ein bisschen besonder, erklärt dann wieder ein bisschen mehr. Ich hab Visionen von meinen Visionen, genau. Das ist eine gute Überleitung, weil bei Vision geht es genau um diese Perspektiven, wie gerade bei notwendigen Mitteln schon angesprochen. Musa redet aus der Perspektive eines Waffenhändlers, der halt skrupellos nur ans Geld machen denkt, egal wer jetzt die Waffen bekommt. Uninformiert hier und unter der Union, unter der Union, unter der Union. Uniformierter und unter der UNO. Ich erzähle aus der Perspektive von einem, der sozusagen über das Leid und die Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit in eine terroristische Handlung getrieben wird. Also der am Ende keinen Ausweg sieht,
außer sich selbst in die Luft zu jagen, um damit ein Zeichen zu setzen. Das war auch einer der ersten Songs, die für das Projekt entstanden sind. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, hat sich auch so ein bisschen diese Idee geformt, weil wir da so gesehen haben, okay, so zwei verschiedene Positionen werden öfters eingenommen. Ich glaube, damals haben wir überlegt zu sagen, so, wir machen jetzt ein Projekt, so, wo der eine dann immer so ignorant und der andere mehr so aufklären und so. Das hat natürlich nicht ganz geklappt, weil der eine dann nicht immer der Conscious-Dude sein wollte, sondern auch ein bisschen aggressiv sein wollte und ignorant. Und dann haben wir natürlich das Konzept jetzt nicht so verfolgt, wäre auch ein bisschen blöd gewesen. Körpergespenster, dämonische Händler des Todes. Banker Rhetorik und Banker Methodik im Waffengeschäft. Das war eine ganz andere Zeit noch. Also was heißt ganz anders? Es war einfach so spacen, einfach ausrasten, einfach ein bisschen ignorant. In meiner Position, ein Film eines Waffenhändlers, so ein bisschen an den Film Lord of War, also Nicolas Cage, so diesen Charakter so ein bisschen. So ein Exkurs im Album, könnte man vielleicht sagen. Megas Hook finde ich mies, ist einfach so gruselig ein bisschen. Auch sein Ende, wie er da rausgeht, weil das ist einfach crazy. Dieses Sprengstoff am Gürtel, Eis den Tod willkommen, so ist so crazy, wie er das sagt, gruselig. Komplett entfremdet wie Dia von Solomon. Sprengstoff am Körper will ins Paradies, Eis den Tod willkommen. Wie gesagt, wir versuchen damit nicht zu legitimieren oder zu verherrlichen, sondern aufzuzeigen, wo diese Ungerechtigkeit einfach, die für manche marginalisiert wird oder einfach als ein Problem, was irgendwie nur andere Teile in der Welt haben, gesehen wird, was für Auswirkungen das hat, ist ja mittlerweile auch nicht von der Hand zu weisen, dass die ganzen Destabilisierungskriege oder Destabilisierungspolitik des Westens einfach Auswirkungen hat. Ich rede jetzt nicht gerade von Afrika, sondern zum Beispiel was im Nahen oder Mittleren Osten, Dinge, die da passieren, sowas wie der IS und die Auswirkungen dessen, das sind alles Reaktionen. So wie gesagt, keine Legitimierung, das ist ganz schlimm. Ich verachte und lehne vollständig Aktionen ab, in denen Menschen zu Schaden kommen, nur damit man ein Zeichen setzt oder irgendwie Widerstand leistet. Aber man muss auch verstehen, dass es irgendwo herkommt so und dass die Sachen nicht einfach so entstanden sind. Man darf niemals hier aus der Sicht, die wir haben in Europa, die Augen davor verschließen, sondern muss auf jeden Fall die Wechselwirkung von den ganzen globalen Vorgängen versuchen zu verstehen. Bei diesem Song hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass beide irgendwie so was Unterschiedliches haben, aber man sich halt so krass vereint auf dieses eine Thema so. Und da war klar, dass zum Beispiel nie die Gefahr irgendwie bestehen würde, dass man sich jetzt doppelt, dass jetzt zum Beispiel der eine irgendwas sagt oder was der andere, weil die so unterschiedlich eigentlich sind in ihren Herangehensweisen und der Art auch zu schreiben. Der Song hat einfach uns bestärkt, einfach an diesem Projekt weiterzuarbeiten. Ich habe Visionen von bevor die Zeit abläuft, finde dein Frieden. Finde dein Frieden. Bevor die Zeit abläuft, finde dein Frieden. Ja, du weißt ja, wie das ist. Du weißt ja, wie es ist. Früher, was habe ich für die armen Neger früher gespendet? Ja? Das ist aus den 2000ern tatsächlich. Ich kannte das schon, weil ich hatte es damals, als es irgendwie ausgestrahlt wurde oder so, habe ich das mitbekommen oder gesehen. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und ich habe mich schon damals so heimlich darüber aufgeregt. Aber das war halt so eine Zeit, wo ich vielen meiner Freunde hätte damals schwer sagen können, ja, er ist halt sarkastisch und er meint es ja so und so. Weißt du, aber ich fand es halt trotzdem unbequem, dass er das einfach so da so macht, so im Fernsehen. Ja, so vergehen, es verändert sich nicht. So gerne ein Engel wie ich. Sie sehen nur die Farbe, es ändert sich. N-Word war, glaube ich, der erste Track des Albums, der existiert hat. Wir waren dabei, das Regenmacher-Album zu machen. Gerne Insane hat die Beats gemacht. Mit Musa habe ich die Songs Oyoyo und Wohin erarbeitet, also die Texte. N-Word und Notwendige Mittel, zu viele, die sind alle im ähnlichen Zeitraum entstanden. So Banger-Zeit, so Trap-Banger-Zeit, auch, glaube ich, bewährte Hitze und so sind auch da in dem Zeitraum entstanden. Ja, dann hat Menga Musa gefragt, ob man nicht eine Strophe drauf machen will. Hat dann eine krasse Strophe drauf gemacht. Dann wurde es halt mit in den Topf geschmissen für potenzielle Songs, auch für Regenmacher. Und dann kam man halt zum Konsens, dass es vielleicht den Rahmen etwas sprengt oder vielleicht ein bisschen zu sehr polarisiert oder was auch immer. Wir haben auch viel über das Thema zu dem Zeitpunkt gesprochen. Ich weiß nicht genau mehr, was der Anlass war. Es gibt immer wieder natürlich so Diskussionen, aber es kann auch sein, dass es zu dem Zeitpunkt im deutschen Hip-Hop mal wieder irgendjemanden gab, der unbedingt das Wort für sich wieder nutzen musste, um da zu polarisieren. Wir lehnen das ab. Wir sind der Meinung, dass das ein Wort ist, was einfach, wenn man geschichtlich sich ein bisschen mit auseinandersetzt, wo es klar ist, dass einfach an diesem Wort zu viel Blut und zu viel Leid klebt. Es ist einfach ein dämonisches Wort, wenn du so willst. Jahrhunderte der schlimmsten Dinge, die du Menschen antun kannst, unter dem Banner dieses Wortes sozusagen. Und natürlich hat es mit den heutigen Generationen jetzt eher weniger zu tun. So. Die tragen nicht unbedingt die Schuld ihrer Vorväter mit sich. Aber es geht einfach darum zu respektieren, dass dieses Wort einfach
ein No-Go ist und für viele einfach nicht akzeptabel, weil es das Schlimmste ist, mit dem sie bezeichnet werden können. Und da, finde ich, muss einfach klar sein und der Respekt, einfach der menschliche Respekt herrschen, auf dieses Wort zu verzichten, wenn man nicht selber sozusagen der Gruppe angehört, die durch dieses Wort bezeichnet wird. Die wenigsten Leute, die ich kenne, haben irgendwie Lust, sich über irgendwelche Sachen zu beschweren oder zu echauffieren oder das immer wieder anzusprechen. Das ist ein leidiges Thema, so. Man hat da keine Lust drauf. So. Es ist irgendwann, zermürbt es einen, wenn man dann vor allem auch immer wieder das neu erklären muss, neu diskutieren muss und dann immer so hingestellt wird, als würde man übertreiben. Du als jemand, der nicht dieser Gruppe angehört, kannst dir eigentlich gar nicht anmaßen, darüber zu urteilen, ob es jetzt überhaupt noch so ist oder ob es wirklich so schlimm ist. So. Und deswegen, ich würde mir einfach generell mehr wünschen, dass Leute versuchen, toleranter zu sein. Was Meg in seiner Hook sagt, sie wären so gerne ein N-Wort wie ich, so, also ihr kennt das nicht, so, ihr kennt diesen Struggle nicht so. Deshalb entscheiden wir uns auch in dem Song von N-Wort zu sprechen, aber gleichzeitig auch daraus wieder eine Stärke zu ziehen, weil viel von diesem Verlangen, dieses Wort auszusprechen, liegt ja auch in der Faszination bei vielen Leuten. Sie würden es halt gerne sagen können, sie würden es auch gerne sein in irgendeiner Form, vielleicht nicht mit allem, was dazugehört, aber sozusagen dieses Stigma der Coolness und das alles, diese ganze Faszination schwarz, so, das spielt sich da alles mit rein, so, und deshalb auch da der Versuch, das zu flippen, die Selbstermächtigung, sie wären so gerne ein N-Wort wie ich, ist so ein bisschen so Edge-Badge-Haltung gegen, alle, die einfach die Coolness haben wollen, aber nicht den Weg gehen wollen, nicht die Verantwortung übernehmen wollen, sich nicht mit dem Leid konfrontiert sehen wollen. Letztendlich, wie gesagt, haben wir alle bei dem Song was gespürt, so, dass da was ist, was wir noch mehr erforschen wollen. Und das hat dann halt dazu geführt, dass wir jetzt die Platte Platz an der Sonne gemacht haben. Die Jahre vergehen, es verändert sich nicht. Wären so gerne ein Händler wie ich. Die Sinn und die Farbe, es ändert sich nicht. Ich persönlich kenne Onkel Tom. Als ich jünger war, hatte ich so eine deutsche Familie, wo ich manchmal, als meine Eltern studiert haben, so ein Tagespflege war oder so, hatten die so eine Hörspielkassette, Onkel Toms Geschichte. So. Und dann war da halt die Story eben von Onkel Tom, einem amerikanischen Sklaven, der auf einer Farm irgendwo in den Südstaaten war und so ein sehr christlicher, frommer Mann war, der sich nie aufgelehnt hat gegen seine Sklavenherrin, aber sehr hart behandelt wurde, aber dann auch eine Inspiration war für viele andere Schwarze, weil er eben diesen festen christlichen Glauben hatte und sich nie brechen lassen hat. Onkel Tom ist eine Figur aus dem Roman von Mark Twain. Der Roman hieß Onkel Toms Hütte. Der Song geht nicht über ihn, aber es ist eine Anspielung auch daran, weil dieser Onkel Tom in der besagten Geschichte eher ein versöhnlicher schwarzer Mensch war, der, glaube ich, quasi vermittelt hat, eine Art Vermittlerrolle zwischen den Kolonialherren und den auf dem Feld arbeitenden schwarzen Sklaven. Und Onkel Tom ist ein Begriff, den man wählt, wenn man jetzt von einem Schwarzen redet, der versucht, entweder sich Weißen anzupassen oder sozusagen nur Verständnis dafür hat, dass es so eine Herrschaftsstruktur gibt, dass es Weiße gibt, die der Meinung sind, dass sie höher gestellt sind als Schwarze. Das ist sowas, was mit Onkel Tom bezeichnet wird. Und wir sagen mit diesem Song letztendlich, dass das etwas ist, was wir auf keinen Fall sein können und wollen, aber das manchmal so erscheint, als ob das der einzige Ausweg wäre, um in einer weißen Gesellschaft sozusagen zu überleben oder zu funktionieren als Schwarzer. Auch einer meiner Lieblingssongs, weil die Atmosphäre so krass ist, ist ja eher wie so ein Alchemist-Loop mit so einem geilen, mit einer geilen Atmosphäre so. Und das ist halt auch was wir alle feiern. Diese Platte klingt afrikanisch und mit trappigen Einflüssen oder was auch immer, wie du es nennen willst, aber das gibt's halt auch bei uns. Also der Beat, den gibt's auch schon eine Weile so und die Jungs hatten auch nochmal irgendwas anderes mal irgendwie vor Jahren schon drauf gemacht, aber es haben wir nichts mit gemacht. Der Beat war aber irgendwie immer da und vor allem Musa hat den halt immer sehr krass gefeiert. Muss ich sagen, schon Ewigkeiten einer meiner Favorite Beats von Ellen. Dieser Beat ist einfach, ich weiß auch nicht, Mann, der ist so krass. Ich finde den einfach so nice. Nochmal eine geile Abwechslung, weil alles schon ja auch sehr mächtig ist auf dem Album und sehr ausproduziert oder ich will jetzt nicht sagen clean, das ist es nicht, aber es ist halt schon sehr viel Detail drin in den Produktionen auch. Und bei Onkel Tom war es auch einfach mal geil, oder es ist einfach mal geil, auf dem Album auch einfach so einen Loop zu haben, der aber trotzdem eine krasse Atmosphäre hat. Ich glaube, Megge hat auch sich relativ lang Zeit gelassen dafür. Aber ich erinnere mich an den Tag, als wir im Studio waren so und er den Verse gemacht hat. Dicker, wir sind ausgerastet. Ich und Ellen, wir sind ausgerastet. Einer meiner Lieblingssongs auch, weil Megge einfach so geil zerstört am Ende. Das ist einfach so crazy, die Attitüde. Versuch's mal mit Gemütlichkeit. Tausch in die Seele für Leben verkommen. Fühl mich so wie Chino Achebe Sokoko. Stipp in die Führer, ich kann David Dokko. Spit in die Tüte wie Cesar und Sokoko.
Onkel Tom. Also für mich ein Verräter. Eigentlich ist er ja jemand, der so fromm ist und dann sich immer beugt und weil so keinen Widerstand zeigt, lieb ist. Aber für mich ist das quasi schon in der heutigen Zeit oder mit dem, was jetzt geht, das geht nicht. Wir müssen versuchen, dagegen zu stehen. Es geht einfach auch darum, sich wieder zu ermächtigen, zu sagen, man ist kein Onkel Tom, man steht für das, was man ist und bleibt einfach stark. Mamas Küche ist eine Ode an die gute afrikanische Küche. Natürlich gibt es auch da wieder nicht eine afrikanische Küche, sondern jedes Land, jede Region hat ihre eigenen Spezialitäten, ihre eigene Art, ihre eigenen Zutaten auch. Und wir kommen alle, Ganyan Stallion, Musa und ich, eher aus dem westafrikanischen Raum, beziehungsweise unsere Wurzeln liegen im westafrikanischen Raum. Und da gibt es doch schon auch Überschneidungen in der Küche, zum Beispiel Fufu oder Gerichte mit Rice and Beans und Kochbananen, Cassava, solche Sachen. Und jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, wenn man es auch lange nicht gegessen hat. Zum Beispiel bei mir war das so, wenn ich dann auch wieder nach Hause gehe und meine Mutter was gekocht hat, zum Beispiel Curry oder Pepper Soup. Es ist zum einen leckeres Essen, ist zum anderen auch einfach, ja, du fühlst dich einfach zu Hause. Ich kann das nicht erklären. Es gibt einem nochmal so eine zusätzliche Stärkung, einfach eine seelische Stärkung. Das ist so Soul Food, einfach Nahrung für die Seele. Mamas Küche, Mamas Küche. Ist ein Song, wo ich jetzt schon von, sag ich mal, 2-3 Leuten gehört habe, dass sie den nicht kacke finden, aber den dann, wenn schon, eher vielleicht mal skippen oder so. Und das kann ich verstehen, weil er ist schon sehr speziell. Ich weiß aber, dass jeder, der versteht, was da gesagt wird und worüber da gesprochen wird, das zu 100% fühlen wird. Und das ist halt auch ein Song, den wir halt für uns gemacht haben. So. Ich finde, gerade weil das Album auch so tense ist, ist es gut, auch sowas drauf zu haben. Fühl dich wie zu Hause, Mamas Küche. Mamas Küche. Manche sagen, dass er nicht unbedingt zum Projekt passt. Ich finde allerdings schon, weil wir in Zeiten lang wirklich sehr dunkel gefahren sind, wollten wir so ein paar schöne Sachen auch mit reinbringen. Da war Essen natürlich naheliegend. Ja, es ist halt teilweise schon sehr Insider. Auch da habe ich mir halt weniger Gedanken gemacht. Also ob Leute das verstehen, weil ich einfach den Vibe trotzdem irgendwie haben wollte. Also es ist just eine Ode an the sweet food that Mama used to make for me und was man auch heute genießt. So. Mamas Nahrung für die Seele. Aromatische Normal sind alle da Abendmahl und viel geredet. Mein Lieblingsessen ist variiert. Früher fand ich ehrlich gesagt Egusi-Soup sehr gut. Also es sind alles so Gerichte, die du mit so einer Art Grieß oder aus Grieß oder aus Cassava oder Yams gemachten Teig quasi, den du dann in eine dickflüssige Soße tunkst. In Nigeria, also das was ich kenne, wird dann meistens nicht gekaut, sondern einfach direkt runtergeschluckt. Da gibt es halt verschiedene Soßen. Also Egusi-Soup fand ich früher gut und jetzt Pepper-Soup eher. Aber in letzter Zeit, seit ich auch in Ghana war, muss ich sagen, feiere ich Jollof Rice extrem so. Das ist auch sehr lecker. Halt ein Reisgericht, auch mit einfach einer übergeilen Würzung. Aber da hängt es natürlich auch immer davon ab, wie gut der Koch ist so. Und in Ghana haben wir bei Ganyan Stallions Familie auf jeden Fall habe ich den besten Jollof Rice gegessen. Also seitdem versuche ich da immer wieder mein Glück. Ja, ich liebe natürlich Jollof Rice. Ich liebe Plantain, also Kochbananen. Vor allem die Soßen halt so. Das ist halt, mit was du es dann letztendlich isst, mit Reis isst, mit Yams oder mit Kochbananen oder was auch immer. Aber es ist einfach die Würze, die Soßen, die Schärfe und das ist es. Also was ich in Sierra Leone esse, haben so viele Sachen. Also es gibt sowas wie Cassava Leaf, das ist so eine Art Spinat, aber anders von der Cassava-Kartoffel, Maniok-Kartoffel, deren Blätter kocht man und macht es mit Fleisch und Zwiebeln und Palmöl, Erdnussbutter, solche Sachen. Mit Reis isst man das. Kochbananen, gebraten esse ich gerne. Es gibt noch so eine Erdnusssoße in Sierra Leone, die esse ich gerne. Es gibt viele Sachen in Sierra Leone. Ich muss tatsächlich sagen, Ghana war ich jetzt das erste Mal super sweet, was sie da auch haben. Schon auch ähnlich wie das, was wir haben, aber schmeckt auch noch ein bisschen anders und es war auch sehr, sehr nice. Jafarfroye. Ich kann sie nicht aussprechen. Aber ey, ich bin auch dem deutschen Essen nicht abgeneigt. Mamas Küche, Mamas Küche. Sowas könnten wir auch mal überlegen. Ja? Wir müssen es richtig ausweiten. So Rezepte, so Stallions Jollof Rice oder irgendwie sowas. Musas Cassava Leaf. Ja, Imani ist der letzte Song des Albums. Da ist ein Künstler drauf, den Ganyan Stallion und ich kennengelernt haben, als wir in Uganda waren, letztes Jahr mit Viva Con Agua. Der heißt Maro, ein sehr talentierter Sänger, der dort halt sein Ding macht, auch da schon eine gestandene Größe ist, den wir da auf den Refrain geholt haben. Genau, und Maro ist ja noch drauf. Dem habe ich die Sachen, dann habe ich den irgendwie geschickt, den Beat, und meint, ob er nicht irgendwie, ob ihm was einfällt. Und dann hat er uns die coole Hook geschickt und so ist der Song entstanden. Internationaler African Banger Hit.
Familie von da, schon tot, meine Generation zog los, ist sonst wo. Zusätzlich noch eine Strophe von Chima Ede, der einen sehr killer Part abgeliefert hat, der ja auch quasi aus beiden Welten kommt, der zwar bisher nicht in Nigeria war, aber der mit seinem nigerianischen Vater, also Vater aus der Igbo-Region, aufgewachsen ist, der ihm halt komplett die Sprache gelernt hat. Das ist der gleiche Stamm und die gleiche Stammesgruppe, aus der meine Mutter auch kommt, aber ich hingegen habe die Sprache nicht gelernt. Bin hier aufgewachsen, war auch schon öfter in Nigeria, aber ja, aus irgendwelchen Gründen habe ich es nicht auf die Reihe gekriegt, die Sprache zu lernen, oder es wurde mir nicht so vermittelt oder wie auch immer, und er hat sie gelernt. Da bin ich auch echt übertrieben neidisch drauf, weil das ist einfach geil und er lässt das einfließen, diesen Flavor sozusagen. Muss mich da selber zurücknehmen, also Chimas Verse, ich feiere den wirklich hart. Er ist wirklich einer meiner Favorite Verses auch auf dem Album. Auch Uchenna's Verse ist auch super nice, auch mit Maro am Ende. Also insgesamt einfach ein sehr, sehr, sehr geiler Song. Für mich ebenbürtig mit Jesse Owens, so vom Vibe her, ist einfach, ich tanz gerne dazu, so. Lamborghini Massilago, Ago Kei go to Lomni, Kango City Traffic Nato. Da hatte ich ursprünglich, habe ich den Beat gemacht und habe da so ein, ich glaube, ein ostafrikanisches Gitarrensample verwendet. Habe dann mit meinem Gitarristen zusammen mit Sergio, als wir in der Session waren, wollte ich, dass er halt was dazu spielt. Und dann haben wir halt festgestellt, dass das so zwischen zwei Tonarten war, dass die Gitarre irgendwie schief, ein bisschen schief aufgenommen war. Also alles, was er versucht hat, dazu zu spielen, hat sich ein bisschen gerieben mit der Originalgitarre. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir probieren es einfach mal aus, dass wir das Sample halt ausmachen und er was spielt und wir zusammen was finden, was so ein bisschen ähnlich ist, aber halt doch anders. Dann war das letztendlich viel geiler und dann habe ich den Beat quasi nochmal ein bisschen verändert. Davor hatten die Jungs schon ihre Strophen geschrieben, tatsächlich auch alle drei. Chima war so ein bisschen eingeschnappt, weil er natürlich auf den anderen schon sein geschrieben hat und er war auch leicht verändert in der Tonalität und dann musste er nochmal ein paar Sachen ändern, aber im Endeffekt ist seine Strophe unfassbar krass. Papa träumte von Biafra, doch musste fliehen wie Aminata. Hat geglaubt an ein Ziel, so wie Siddhartha. Jamani, wo nicht viele schwarz waren. Schrieb Musik wie Frank Sinatra. Ein Genie, beliebt und charmant. Mit 20 verliebt er sich in Mama. Die Strophen wurden ein paar Mal halt nochmal angepasst. Also jetzt nicht umgeschrieben in dem Sinn, aber halt irgendwie ein paar Mal noch irgendwie angepasst, weil, wie gesagt, die Tonalität sich manchmal verändert hatte noch von den Gitarren und dann musste man nochmal aufnehmen. Dann war man nicht so zufrieden, dann hat man nochmal ein paar Mal aufgenommen. Hat ein bisschen gedauert, bis die Nummer dann stand. Auch extrem viele Spuren da drin, war nicht ganz leicht. Aber es ist ein richtig geiler Song. Sie werden schleimig, so wie Ego Sisu. Bico, Bico, lass die Wurzeln in mir, Dios mio. Das geht dann mal people in der dritten Welt, weil sie waren. Aussage ist eigentlich sowas wie we celebrate Afrika, wir feiern Afrika, also wir feiern das da zu sein, so ein bisschen das Bild da auch zu sein, den Struggle zu haben, aber auch das nice zu finden, fast ähnlich wie nach Hause so, aber generell auch die Sozialisation damit, einfach so eine Auseinandersetzung damit und einfach das so ein bisschen feierlich auch. Das ist auf jeden Fall auch eine wunderschöne Nummer. Gerne den Stallion meint auch, und da muss ich ihm recht geben, das ist eigentlich so. Wenn man wirklich von Afro-Trap reden will, dann wäre das eigentlich Afro-Trap, weil das vom Beat her schon eine trappige Nummer ist, also wirklich Trap im klassischen Sinne von den Drums her, nicht diese Eurodance-Drums oder so, die dann, also das ist ja kein Trap. Also richtige Trap-Drums und dazu mit einer richtig authentischen Highlife-Gitarre und Highlife-Samples. Wenn Afro-Trap, dann das. Sehr geile Nummer und schöner Abschluss vom Album Platz an der Sonne. Yeah.